Moin. Herzlich willkommen hier bei Johns MOBA. Endlich war wieder, kann man sagen. Knapp 3 Wochen gab es kein Video von mir. Und wenn dich interessiert, warum das so ist, darauf gehe ich am Ende vom Video einfach nochmal ein bisschen ein. Erkläre dir das. Für alle anderen habe ich heute mal wieder was Spannendes dabei. Und zwar das hier. Mir geht es heute mal darum zu zeigen, was Hersteller im Modellbaubereich machen, um Neukunden zu bekommen, ob das funktioniert und ob sowas nicht vielleicht auch für die Modellbahn das Richtige wäre. Nebenbei bemerkt, kann das hier noch ein ganz cooles Ladegut werden für die Spur G zum Beispiel. Worum geht es heute? Um das hier. Das ist der Bausatz eines Porsche. Und zwar eines Porsche Dieseltreckers. Der Junior 108 heißt er, von der Firma Revell. Und ihr seht hier noch relativ groß jetzt Farming Simulator steht hier drauf, 22. Das Ganze hat nämlich eine Verbindung quasi von der Offline-Welt des Modells zur Online-Welt des Spiels Farm Simulator 22. Und das ist so ein bisschen der Versuch von Revell und eben auch der Herstellerfirma von diesem Farming Simulator, quasi digitale Welt und ja, normale Welt zusammenzubringen und darüber vielleicht jeweils Neukunden zu bekommen. Das heißt also einerseits Leute, die sich vielleicht so ein Modell kaufen und sagen, Mensch, jetzt probiere ich mal diesen Farm-Simulator aus, und andersrum Leute, die eben mit diesem Farm-Simulator hier am Computer spielen und sagen, da möchte ich jetzt mal so ein Modell auch im Regal stehen haben. Ob das funktioniert hat, ob das ein Konzept ist, quasi Neukunden zu gewinnen, junge Leute vom Computer weg zum Modellbau zu bekommen, das schauen wir uns heute mal an. Und wenn das funktioniert, wäre es vielleicht ja auch eine Idee für Modellbahnhersteller. Starten wir mal beim Preis. Es ist immer interessant, wenn ich so ein Video für euch vorbereite. Der Preis ändert sich nämlich ständig. Das heißt also, das Ganze habe ich bei Amazon gekauft. Link ist unten auch in der Beschreibung des Videos. Ich habe bezahlt um die 20 Euro. Ich habe jetzt aber gesehen, ihr kriegt das je nach Angebotslage irgendwo zwischen 18 und 32 Euro im Internet. Diesen Bausatz hier ist also ein bisschen gemixt. Und ja, so sieht der Karton aus. Also erstmal hat man hier ganz, ganz viel tolle Werbung drauf. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinkippen soll. Also Easy-Click-System, ja, was steht hier noch? Mehrfarbige Teile, kein Bemalen, kein Kleben. Dann natürlich hier die Werbung vom Farm-Simulator, sodass sich hier beide Zielgruppen wiederfinden direkt. Ganz, ganz wichtig hier, offiziell lizenziert von Porsche. Und da gehen wir auch noch mal ein bisschen drauf ein, ob das nicht ziemlicher Schwachsinn ist. Und hier auf der Rückseite, so sieht das Ganze dann aus. Ihr seht, ist natürlich bei mir schon offen. Ich habe das Modell ja schon aufgebaut. Und man kann es optional noch bemalen. Was man jetzt auf den ersten Blick hier direkt erkennen kann, das Ganze ist wirklich darauf ausgerichtet, Neukunden für Revell natürlich zu gewinnen. Das heißt, das ist nicht für erfahrene Modellbauer, steht hier auch. Auf der Rückseite, glaube ich, ist das nochmal beschrieben. Einfacher Modellbausatz zu dem legendären, robusten Porsche Junior 108. Ja. Detaillierte Motorhälften, Steckbausatz, kein Kleben notwendig, bewegliche Motorhaube, 2 verschiedene Sitzversionen. Ja. Genau. Bastelspaß mit tollem Ergebnis für alle ab 10 Jahre. Durch das innovative Easy-Click-System ist schneller Erfolg garantiert. So, also ganz klar nichts für den erfahrenen Modellbauer. Und andersrum würde man jetzt denken, das Ganze ist Maßstab, wo steht es hier, 1 zu 24 da unten. Also durchaus geeignet für eine Spur G zum Beispiel als Ladegut, wo man noch ein bisschen Spaß beim Bauen hat. Und wenn man am Computer mal was spielt, vielleicht auch hier oder für die Kinder, Enkel, dann so einen Download-Code bekommt. Ja, was steckt denn da drin? Also wenn ihr das aufmacht, erstmal bekommt ihr hier so den üblichen Wulst an kleinem Plastikmaterial. Dann gibt es hier einmal Aufkleber und alternativ für den quasi Modellbauer, der jetzt nicht Aufkleber verwenden möchte, sondern vielleicht echte Decals nehmen will, alles nochmal
auch als Decall. Das habe ich erstmal am Anfang ziemlich überzeugend gefunden, als ich das ausgepackt habe und gedacht, Mensch, ich habe sowohl Aufkleber als auch Decals. Das heißt also, ich kann hier entweder so die Easy-Click-Variante oder eben die Modellbau-Variante machen. Und was natürlich auch ansprechend ist, wenn man jetzt sich mit Modellbau ein bisschen beschäftigt, und ich habe Revell-Modelle gebaut seit 30 Jahren fast jetzt. Ich glaube, die ersten habe ich so mit 6, 7 gebaut. Also ich bin seit 30 Jahren dabei. Ich habe ein bisschen Erfahrung damit. Ich habe auch schon diese Segelschiffe gebaut, wo man dann am Ende so weit ist, dass man tatsächlich online guckt, ob das Stehende und Laufende gut, wie es in der Anleitung beschrieben ist, richtig ist oder ob man da nicht noch andere Sachen ergänzt. Ja, also ich habe dadurch auch schon ein bisschen was gebaut. Und ich dachte mir so, ohne Kleben, ohne Farben, das ist doch was, da kann man sich doch am Pfingstmontag mit mal draußen in die Sonne setzen. Braucht man nur ein Bastelmesser dazu, eine kleine Unterlage zum Abschneiden der Teile von diesem Plastikspritzling. Und dann baue ich mir hier so ein schönes Modell zusammen. Da ist auch eine schicke Anleitung dabei. Easy-Click-System. Und da seht ihr mal, wow, so cool soll das Teil aussehen, ja? Was da rauskommt. Und auch bei der Anleitung, also wirklich für Anfänger ausgerichtet, alle Teile hier beschrieben mit optional, was kann man machen. Und dann geht das hier los, also wirklich so Lego-Bausatzartig, zumindest von der Beschreibung her. Zumindest von der Beschreibung. Aber, und jetzt das ganz, ganz große Aber, warum ich euch als nicht erfahrenen Modellbauer nicht zu diesem Bausatz raten würde, auf keinen Fall. Das geht schon beim ersten und beim zweiten Bauschritt los, dass die Teile zumindest bei mir nicht ordentlich gepasst haben und nicht ordentlich gehalten haben. Also hier ist so ein Chromteil am Auspuff hier vorne. Wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, bei meiner Variante ist da auch was abgebrochen. Das ist beim ersten Ranstecken von mir als erfahrener Modellbauer direkt abgebrochen, das Teil, weil es einfach nicht passte. Das Gleiche gilt dann für ein paar andere Teile, die kommen, die auch direkt dann so locker saßen, dass die einfach abgefallen sind im Bau. Was natürlich super ist, wenn man das irgendwo draußen macht. Ich hatte zwar einen schönen Tisch und so. Es hat einfach nicht gehalten. Das heißt also, wäre ich jetzt ein nicht erfahrener Modellbauer, das wäre mein erster Revell-Bausatz, wäre ich hier schon bei Bauschritt 2 wahrscheinlich ausgestiegen und hätte das Ding in die Seite gelegt und gesagt, nee, komm, war eine ganz nette Idee, aber das hält nicht, das funktioniert nicht, das fällt auseinander. Und das fand ich wirklich enttäuschend. Also da hätte ich gedacht, dass die Firma Revell sich vielleicht einfach ein bisschen mehr Mühe gibt, wenn man damit Neukunden gewinnen will. Weil die Anleitung selber ist eigentlich super. Die ist wirklich richtig, richtig gut. Aber so dieses Easy-Click-System hat bei mir von vornherein schon in den ersten Bauschritten nicht richtig funktioniert. Das heißt, also schon bei den ersten Sachen war es so, dass man aufpassen musste, dass das beim Zusammenstecken nicht wieder auseinanderfällt direkt oder irgendwas abbricht. In Summe muss man jetzt sagen, wenn man dann die ersten paar Teile zusammengebaut hat, dann fängt es an, auch mit der Zeit zu halten. Man hat aber immer wieder so Sachen wie zum Beispiel hier so kleine Trittbretter dran. Diese Trittbretter dort, diese hier unten, also wo man mit den Füßen als Bauer dann quasi drauf sitzt. Die steckt man erstmal an so einer ganz, ganz kleinen Fahne an. Das kann ich vielleicht euch hier auch mal zeigen, dass ihr mal wisst, was ich meine. Und dann hängen die da einfach mal so in der Gegend. Ein paar Bauschritte. Hier. Das sind diese Teile. Die setze ich da einfach an so einer ganz, ganz kleinen Nase da oben. Und dann hängen die einfach erstmal so in der Gegend, bis man dann später diesen Teil hier überhaupt mit dem da verheiratet, mit der Hinterachse. Und dann sind die auch auf der Rückseite festgehalten. Davor können die jederzeit, wenn ihr das falsch rumdreht, einfach wieder abfallen. Ja. Das sind so die Tücken des Bausatzes, die auch wenig Spaß machen. Ansonsten ist diese Anleitung wirklich top. Richtig, richtig schön. Das Problem ist allerdings, dass das Ergebnis, wenn man das Ganze zusammenbaut, hier seht ihr es ja, relativ wenig mit den Fotos zu tun hat. Also ja, natürlich kann ich da jetzt noch die ganzen Decals anbringen. Das würde jetzt den vielleicht ein ganz, ganz bisschen schöner machen. Aber so rein von der Farbgebung her, wenn ihr euch das mal anguckt, hat das irgendwie tausendmal mehr Details als das hier. Und das hat auch, wenn ich mir das hier hinten mit den Bildern angucke, auch nicht so viel miteinander zu tun.
Was ist also das Problem? Also erstmal habe ich hier eine ganz, ganz billige Plastikanmutung bei dem Teil. Und dann ist es so, dass eigentlich alles, was irgendwie das Ganze ein bisschen detailliert macht und schön macht, zu diesen optionalen Farben gehört, die man selber hinzufügen muss. Also sonst guckt er einen so an. Und jetzt kann ich natürlich noch die Decals für die Blinker da drauf machen, dann sieht das ein ganz bisschen besser aus. Aber so der Gesamteindruck wird nicht viel besser. Ihr seht auch hier zum Beispiel diese, wie nennt man das jetzt, Radnarbenkappe, die da eigentlich sein sollte, ist da schon wieder abgefallen. Die wird jetzt irgendwo auf dem Schreibtisch rumliegen bei mir. Hier ist sie noch da, weil die einfach nicht fest ist. Ja. Was ganz cool ist, man kann dann hier die Motorhaube auf- und zuklappen. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Jetzt ist sie zu und ich kann sie genauso wieder aufklappen. Man kann hier vorne die Lenkung bewegen. Ist allerdings jetzt nicht verbunden mit dem Lenkrad, ist wirklich hier nur die Lenkung. Und die Reifen sind drehbar, das heißt also, man kann ihn auch irgendwo hinschieben. Das war es jetzt allerdings auch schon an Funktionen. Was ihr auch zum Beispiel seht hier, das ist eigentlich ja so ein Holzteil hier oben, was auch auf jedem dieser Fotos und Bilder hier als Holzteil dargestellt wird. Das ist hier einfach mal komplett rotes, billiges Plastik. Also nur mal zum Vergleich, so sieht das hier auf den Bildern aus. So sieht das auch hier hinten auf diesen Fotos aus. Guck mal hier zum Beispiel dort. Ja. Das hat also jetzt nicht viel mit dem zu tun. Das ist also auf Seiten der Modellumsetzung, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich Gamer bin oder PC-Spieler und ich habe dann dieses Modell hier und ich habe schon wenig Spaß beim Zusammenbau und das Ergebnis sieht jetzt auch nicht genauso aus, wie das hier auf den Bildern ist, würde ich sagen, da hat Revell sich jetzt erstmal keinen Gefallen getan, weil das aus meiner Sicht jetzt erstmal nicht so der mega Neukundenmagnet ist. Ja? Jetzt drehen wir das Ganze mal um. Jetzt sind wir Modellbauer. Ist die Frage, ist das ein Neukundenmagnet für diesen Farmsimulator? Wichtig ist bei dem Farmsimulator, der ist nicht damit dabei. Den müsst ihr extra kaufen. Und dann seid ihr hier im Hauptmenü. Dort geht ihr auf herunterladbare Inhalte und habt da die Möglichkeit, hinter diesem Schlüsselsymbol einen Freischaltcode einzugeben, um diesen Porsche Diesel Junior 108 eben freizuschalten. Der Code ist auf einem Extrazettel mit dabei in dem Karton. Ist natürlich nicht Johns Moba. Genau. Wenn ihr dann ihn freigeschaltet habt, erscheint er da und ab dem Moment habt ihr dann auch die Möglichkeit, den eben im Spiel zu verwenden. Ich spare uns mal den Ladevorgang und starte mit euch direkt in das Spiel rein. Ihr habt dann euren Charakter da und steht dann erstmal auf eurem Bauernhof rum und jetzt könnt ihr natürlich auf diesem Bauernhof neue Traktoren kaufen. Da ist er, der Porsche Diesel Junior für 7.500 Euro und so sieht er dann aus. Und jetzt schaut euch mal an, mit welchem Detailgrad das hier der Hersteller umgesetzt hat. Das ist doch wirklich beeindruckend. Und wenn jetzt unser Revell-Modell auch nur ansatzweise so aussehen würde, dann hätten sie, glaube ich, den Vogel abgeschossen. Und auch jeden wirklichen ja, PC-Spieler dann in der echten Welt abgeholt. So ist es jetzt tatsächlich leider so, dass ich hier ein hervorragendes Modell am Computer habe und die Wirklichkeit dem wirklich ja, nachsteht, was natürlich traurig ist. Man kann dann hier sogar Kennzeichen selber vergeben, also für jeden, der das jetzt nicht kennt. Man kann ja dann die unterschiedlichen Arten der Kennzeichen auswählen oder dann auch einen eigenen Text hier eingeben, sodass man auch dann sein persönliches Kennzeichen mit dem Traktor fahren kann. Kann dann auch die Farbe dafür wählen, sogar wenn man möchte. Und los geht's. So sieht er dann aus. Und schon kann ich mir den dann kaufen für 7.500 Euro von diesem Geld für meinen Hof. Und dann steht der tatsächlich beim Händler erstmal. Das sind die ganzen Traktoren, die der Hof irgendwie schon hat im Standard. Und da ist er, der Kleine. Und der ist doch jetzt wirklich niedlich klein. Da seht ihr auch mal die Größe von so einem Traktor aus den 50er Jahren. So sah der damals aus. Niedliches kleines Teil. Umsetzung wirklich cool. Auch jetzt hier mit den Abgasen. Die Lampen sehen aus meiner Sicht wirklich richtig gut aus. Sind auch nicht zu hell, nicht zu dunkel. Ja,
Dieser Überrollbügel wäre noch ganz schön, wenn man den irgendwie wegkonfigurieren könnte. Das geht bei anderen Traktoren eigentlich ganz gut. Ja, und dann kann man mit dem hier so durch die Gegend rasen. Rasen ist übertrieben. Der fährt natürlich jetzt hier seine realistischen maximal 20 km/h. Und ansonsten kann man jetzt mit dem auch tatsächlich nicht so viel machen, denn dafür ist er zu leicht. Aber optisch muss man sagen, hat Giants hier wirklich schon richtig, richtig gut vorgelegt. Das sieht doch richtig schick aus, das Teil. Da seht ihr mich auf dem Traktor da sitzen. Und ich kaufe uns jetzt mal ein paar Anhänger und solche Sachen und zeige euch mal, warum der eigentlich praktisch überhaupt nicht einsetzbar ist. So, ich habe uns jetzt mal unterschiedliche Hänger und Flüge hier gekauft, nur um es mal zu demonstrieren. Also es gibt ja die normal großen Sachen. Das ist jetzt hier zum Beispiel der Flug, der da steht. Und dann gibt es teilweise so ganz, ganz kleine Sachen für den Weinbau oder sowas in diesem Farming-Simulator hier. Also mit so einem kleinen Flug, mit dem kann man hier wahrscheinlich noch irgendwas machen. Mit dem kleinen Porsche Diesel aus den 50ern. Aber jetzt nehmen wir mal hier, das ist ein Flug, ganz normale Größe, noch nicht mal irgendwie so ein riesiger, sondern so wie jetzt ein normaler Bauer den heute verwenden würde. Und ja, jetzt seht ihr gleich, was passiert, wenn man den da ankoppelt. Also de facto ist der Flug jetzt mit dem Traktor unterwegs und nicht der Traktor mit dem Flug. Ja. Das ist so ein bisschen der Nachteil natürlich davon, dass man mit dem Ding jetzt hier in dem Spiel nicht wirklich viel anfangen kann, außer man nimmt so diese mini kleinen Geräte, wovon es dann irgendwie mal so einen gibt. Ja, also gleiches Beispiel jetzt nochmal mit dem Hänger. Ich habe jetzt mal hier so einen ganz, ganz kleinen da stehen, mit dem würde das wahrscheinlich noch funktionieren. Und dann so ein ganz normaler Anhänger, wie ein Bauern heutzutage jetzt verwenden. Und ja, wenn ihr euch jetzt mit den Größen Unterschiede hier anguckt, da sieht man eigentlich schon, dass das nicht funktionieren kann. Also es ist eine nette Spielerei, allerdings jetzt auch für den PC-Spieler nicht so sinnvoll, das Teil, dass man damit wirklich irgendwas anfangen kann. Also ja, anfahren kann er sogar, seht ihr hier, also 3 km/h schafft er jetzt, 5 km/h sogar, aber mehr eben auch nicht mit dem kleinen, mit dem großen Hänger. Ja. Ja, wir rasen jetzt mal hier so ein bisschen durch die Gegend. Fährt sich eigentlich ganz lustig und ihr seht jetzt so ein bisschen so den Eindruck von dem Spiel hier. Also das ist jetzt natürlich nicht auf dem Feld, sondern hier irgendwo in der Stadt, wo wir gerade rumfahren. Wir waren ja eben bei diesem Landmaschinenhändler. Von hier geht es jetzt natürlich theoretisch dann aufs Feld gleich. Seht ihr auch den Realismus, also hier, man kann weder Unfälle bauen, noch kann man irgendwelche Menschen überfahren oder so. Also ist definitiv auch kindergeeignet. Ihr könnt hier halt einfach irgendwie durch die Gegend fahren und wer es sieht da hinten, hinter den oder vor den Bergen im Panorama, da fährt ja auch gerade jetzt ein Zug hier vorbei. Also das Ganze hat auch so ein bisschen Bezug zur Bahn, zumindest zu Güterzügen. Man kann hier dann auch am Bahnübergang halten zumindest, da seht ihr es. Und man kann auch tatsächlich dann hier später Korn und sowas in so einen Zug reinladen, wenn man möchte. Aber so, dass man als Eindruck von dem Spiel, tatsächlich finde ich, die Bahnanlagen sind hier auch gar nicht so schlecht gestaltet. Also wenn wir jetzt mal hier so reinfahren, so sieht so eine Bahnanlage hier aus. Das ist natürlich von der Größe hier wirklich alles auch so auf Modellbahnniveau, muss man tatsächlich sagen, dieses Ausweichgleis hier. Ja, also das ist natürlich von der Größe hier jetzt nicht für einen Simulator eine echte Bahnanlage, aber so der Detailgrad, den finde ich, ist eigentlich gar nicht schlecht. Auch wenn hier sogar Weichenantriebe dann dargestellt werden, Fernsprecher, eine Oberleitung. Also da ist doch inzwischen so die ja, PC-Spielwelt sehr, sehr nah auch an der Realität. Zumindest was die Optik erstmal angeht. Ja, wir fahren jetzt hier einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Ich habe euch hier jetzt mal ein bisschen was rausgekürzt. Jetzt fahren wir mal hier so auf die Brücke und da seht ihr aber auch schon, wo der, sag ich mal, Simulator-Realismus dann bleibt. Also wir haben hier so Betonschwellen, jetzt zum Glück dann ohne Schotter, die hier liegen. Aber ihr seht jetzt hier mal so die Größe der Reifen und der Schwellen. Und ja, wir heizen da trotzdem mit Vollgas irgendwie rüber. Das Panorama sieht ja eigentlich ganz schick aus. Und auch die Brücke selber ist jetzt auch nicht vom Detailgrad jetzt schlecht gemacht oder so. Es passt halt alles jetzt nicht so richtig zusammen.
Aber ihr seht, jetzt kann man auch auf diesen Schwellen hier tatsächlich mit diesem Traktor noch durch die Gegend fahren, auch wenn es so ein bisschen huppelt. Also er versucht natürlich hier so Physik irgendwie darzustellen, aber naja. Genau, da kommt schon der nächste Bahnübergang. Also ist eigentlich alles irgendwie ganz niedlich gemacht. Ich bin jetzt natürlich nicht auf dem Feld gefahren mit euch, das wäre vielleicht auch mal ganz angebracht gewesen. Und da seht ihr, da kommt schon der nächste Zug. Was machen wir denn jetzt? Genau, aus dem Weg gehen ist immer mal eine gute Idee. Ich höre jetzt auch keine Bremsen, also dem Zugführer ist das jetzt recht egal gewesen und unser Traktor ist weg. Also das würde ich jetzt mal sagen, ist absolut realistisch. Ich glaube, ungefähr genau das würde mit so einem Porsche Diesel passieren, wenn ein guter Zug mit Vollgas kommt. Ja, das soll der kleine Ausflug schon gewesen sein hier zum Farmsimulator und wir springen jetzt mal zurück ins Video. Ich würde mal sagen, für Seite Farmsimulator hat die Firma Giants hier eine gute Umsetzung gemacht. Es ist jetzt nicht ganz überragend, weil was mir da fehlt, ist tatsächlich dann, es gibt so Animationsmöglichkeiten, das haben viele andere Modelle dort in diesem Simulator, ist ja quasi ein Simulator, ist ja kein echter Simulator. Da kann man dann irgendwelche Türen öffnen oder sowas und das fehlt hier. Also das wäre ganz cool, wenn man da in dem Simulator quasi dann noch hier die Motorhaube irgendwie öffnen könnte oder so. Ich glaube, das wäre jetzt auch nicht so der mega Aufwand gewesen. Abgesehen davon, cooles Teil, kann man halt nicht viel mit anfangen, weil es so schwachbrüstig ist damals gewesen. Und als Oldtimer eigentlich nur zum Rumfahren geeignet in dem Spiel. Trotzdem, also sagen wir mal, auf Seiten der Software hier machen wir einen Haken dran. Die Umsetzung ist gut, da hat man sich schon Gefallen mitgetan. Auf Seiten Revell, schauen wir mal. Und ohne Historie kommt ihr bei mir ja nicht raus. Also, was ist das überhaupt, dieser Traktor, von dem wir sprechen? Der Porsche 108, wie er hier genannt wird, ist als Porsche Junior die kleinste Variante der sogenannten Porsche-Traktoren gewesen. Und die Porsche-Traktoren haben eigentlich mit der Firma Porsche selber nie viel zu tun gehabt. Das Einzige, was sie mit der Firma Porsche zu tun hatten, ist den Hauptkonstrukteur, der liebe Ferdinand Porsche, der in der Auswahl seiner Auftraggeber und seine persönlichen Freunde in der Zeit von 1933 bis 1945 nicht so richtig Maß und Mitte hatte und sich vielleicht mit Leuten umgeben hat, mit denen er sich nicht hätte umgeben sollen. Der hat aber Dinge entwickelt, wie zum Beispiel ja grundsätzlich mal die Idee des Volkswagens bzw. die Umsetzung des Volkswagens und einen sogenannten Volkstraktor sollte er auch entwickeln. Und dieser Volkstraktor sollte für kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe sein, sollte ungefähr so 10 bis 11 PS haben, einfacher Motor, einfache Technik. Und ja, dieses Konzept hat er auch nach dem Zweiten Weltkrieg dann in die Umsetzung gebracht, und zwar als Porsche-Traktor. Da gab es verschiedene Varianten von eben Junior über Standard, Super bis Master. Die sahen alle so ähnlich aus, nur in unterschiedlichen Größenvarianten. Waren sehr einfach konstruiert, sollte ja quasi ein Volkstraktor sein, ähnlich dem Käfer, war also quasi der Käfer der Traktoren. Also einfach konstruiert und ziemlich günstig für die damalige Zeit. Insgesamt wurden gebaut über 120.000 von diesen sogenannten Porsche-Diesel-Traktoren, die mit der echten Porsche-Sportwagenfirma nichts zu tun hatten, außer dem Namen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und eine Sache, die mich auch wundert, weil hier steht offiziell lizenziert von Porsche und die Porsche kann das gar nicht lizenzieren. Das wundert mich ein bisschen, wie sich Porsche eigentlich herausnehmen kann, das zu lizenzieren, denn die Rechte an diesem Traktor gehören gar nicht mehr Porsche. Die wurden gebaut 1957 bis 1961, diese kleinen Traktoren hier. In Summe über 120.000 Stück der verschiedenen Varianten. Und die gab es immer in der Version kurz, lang, schmal, quasi also für so Schmalspur-Traktoren, die man im Weinbau zum Beispiel braucht. Dann gab es die teilweise noch in der Variante mit einem quasi Hydrostaten, also mit einem Hydraulikantrieb. Und dann gab es das Ganze nochmal in V für vereinfacht zum Beispiel. Also es gab immer ganz, ganz viele Varianten.
Die Juniors hatten 12 bis 15 PS, die Standard 18 bis 30, die Super 30 bis 40 und die Master 44 bis 50 PS. War also eine relativ große Bandbreite, war alles relativ günstig. Und diese Juniors hier, die kosteten ab Werk ab ungefähr 5000 D-Mark. Das war für die damalige Zeit natürlich auch nicht irgendwie wenig Geld. Allerdings für einen Traktor war es sehr, sehr wenig Geld. Also ein guter Traktor, wisst ihr, heute kostet auch irgendwas eigentlich so ab 80 bis 300.000, 400.000 Euro. Je nachdem von der Größe her. Ja? Und das wäre jetzt quasi die 80.000 Euro Variante. Was bedeutet das eigentlich in Kaufkraft? Wenn man sich die Statistiken anguckt von der Bundesbank, ist es so, dass der als 1 Euro Kaufkraft 2021 einem Wert von 2 D-Mark 32 in 1961, wo diese Traktoren ja hergestellt wurden, noch entsprochen hat. Das heißt, wenn die damals verkauft wurden, zum Beispiel jetzt in einer Version mit so ein bisschen Extras wie hier, also mit einem Sitz und sowas, ja, dann kosteten die ungefähr so 6.100 D-Mark. Und diese 6.100 D-Mark dann eben durch 2,32, dann habt ihr den heutigen Euro-Wert. Ihr seid dann bei ungefähr 2.900 Euro, die von der Kaufkraft ihr entsprechend jetzt investieren müsstet, um so einen Traktor zu kaufen. Das ist also, ihr merkt schon, das ist für einen Traktor wirklich spottbillig. Und deswegen wurden davon auch so viele verkauft, deswegen wurden auch so viele gebaut. Allerdings hat das natürlich auch genau dazu geführt, dass sie relativ schnell nicht mehr wirtschaftlich waren, weil man einfach eine extrem geringe Gewinnspanne hatte. Also hätte man jetzt diesen Traktor nicht für quasi 2.900, sondern für 20.900 Euro verkauft, wäre die Gewinnspanne ein bisschen größer gewesen und man hätte mehr Optionen gehabt, als die Konkurrenz größer wurde und einfach die Verkaufszahlen nicht mehr so wirtschaftswunderartig eben direkt in die Höhe geschossen sind. Deswegen ist die Firma Porsche Diesel 1963 auch in der Insolvenz gegangen und wurde verkauft in verschiedene Bereiche. Also die Werke in Friedrichshafen und Umgebung, die ganzen Zulieferer und sowas, alles, das hat sich dann alles in Richtung Mercedes orientiert. Also Mercedes-Benz hat diese Werke übernommen. Und auf der anderen Seite sind dann die Themen Vertrieb und auch Wartung und Service an Renault gegangen für diese Porsche Dieseltraktoren. Die Lizenzrechte für die verschiedenen Modelle sind an unterschiedliche Firmen gegangen. Aber basierend darauf, dass eigentlich die Vertriebsrechte für diese Traktoren damals an Renault übergegangen sind und ich jetzt nirgendwo eine Information finden konnte, dass die jemals zurückgekauft wurden, finde ich das ziemlich vermessen, dass Porsche sagt, hey, wir können das lizenzieren. Weil einfach nur, weil man Porsche heißt, es waren damals zwei Firmen, die Porsche hießen. Also das hat erstmal jetzt nicht mit viel miteinander zu tun. Jetzt ist es natürlich so, dass Porsche ziemlich davon profitiert, dass diese Traktoren einfach damals so berühmt und bekannt waren, weil das so ein bisschen so der Gag ist. Ja, das ist ja quasi so der Zweit-Porsche für den Zahnarzt, dann kann er sich noch einen Traktor fürs Traktortreffen kaufen. Gab relativ viele davon, kosten heute auch nicht die Welt, also sind nicht günstig, kostet in einem Top-Zustand, gut renoviert, vielleicht so um die 8.000 Euro heute. Aber es ist natürlich ein vergleichsweise günstiger Porsche. Ja. Es gibt sogar ein Werbevideo, wo Porsche sich selber eigentlich in die Nesseln setzt, weil sie haben den Service haben sie abgegeben damals an Renault und das ist dann in die Renault-Traktorsparte gegangen und die ist weiterverkauft worden und gehört wahrscheinlich inzwischen zu irgendeinem der großen Traktorenkonzerne. Ich weiß nicht genau zu welchem. Ich könnte mir vorstellen, dass das Fiat Agri jetzt inzwischen auch geworden ist und solche Sachen, dann New Holland. Also wahrscheinlich sind die Rechte inzwischen theoretisch bei New Holland, wäre jetzt meine Vermutung, aber da bin ich auch kein großer Experte drin. Ja, also die Traktoren haben eine ganz bekannte Historie, weil es eben wie so der Trabi der Traktoren war. Und insofern ist es auch eine ganz logische Wahl, dass man das hier nimmt, um so ein bisschen Neukunden ranzuholen. Frage ist jetzt, funktioniert das? Und ich glaube, nein. Das ist auch ein Konzept, was von der Idee her nicht schlecht ist, aber wo ich auch glaube, das würde auch für einen Modellbahnhersteller nur schwierig funktionieren. Das Ganze wird sich garantiert verkaufen. Ich glaube aber nicht, dass aufgrund der Qualität des Bausatzes, was ich am Anfang gesagt habe,
Revell viele Neukunden dadurch wirklich gewinnen wird. Ich glaube andersrum auch nicht, dass sich viele Leute für 40 Euro oder was das kostet, den Farmsimulator kaufen werden, quasi die Katze im Sack, nur um diesen Code zu verwenden. Wo das Ganze allerdings gut funktionieren kann, ist, wenn man sagt, hey, ich möchte was haben, was ich vielleicht mit meinem Enkel oder meiner Enkeltochter zusammen machen kann. Wo ich einerseits den Computeraspekt habe, weil das Enkelkind vielleicht Farmsimulator spielt oder das eigene Kind. Und auf der anderen Seite man irgendwie gemeinsam was hat, an dem man basteln kann. Und vom Anspruch her ist es okay, auch das mit einem etwas älteren Kind zu machen. Es ist halt nicht vom Ergebnis her, was man erwartet. Aber apropos Kind und wo könnt ihr das Ganze für einsetzen? Also ich habe ja gesagt, ihr könnt das als Ladegut auf einer Spur G LGB verwenden. Ihr könnt das aber auch, wenn ihr jetzt sagt, naja, ist jetzt eh nicht das feinste Modell, könnt ihr das auch verwenden, wenn ihr zu Hause ein bisschen Playmobil habt. Also das hält jetzt nicht so viel aus wie Playmobil, aber 1 zu 24 ist hier perfekte Playmobil-Größe. Und ja, ich hatte jetzt keine besser passende Figur hier, aber ich finde, der passt irgendwie so ein bisschen zu diesem Traktor. Die Größe ist perfekt. Ja, und wenn ihr ein bisschen geschickter seid als ich hier beim Einbau, könnt ihr das sogar so machen, dass da jemand sitzen kann. Bei mir funktioniert das jetzt nicht, weil das Lenkrad hier quasi zu eng ist, aber ihr könnt das ja ein bisschen steiler dann anbauen. Und dann könntet ihr tatsächlich hier sogar ein Playmobil-Männchen mit reinsetzen. Insofern, ja, ich bin nicht ganz überzeugt davon. Ich glaube nicht, dass die Idee funktioniert, Neukunden zu gewinnen. Ich glaube, dass das Ganze sich ganz gut verkauft, weil es einfach extrem viele Leute gibt, die Farmsimulator spielen und extrem viele Leute, die Revell kennen und die denken, Mensch, ist ja eine tolle Sache, das irgendwie zusammen. Das Problem ist, das macht man dann einmal und danach nicht mehr. Also wenn Revell jetzt nochmal ein zweites Mal kommt und sagt, hey, wir haben hier so eine tolle Kombination, würde ich mir die wahrscheinlich nicht kaufen. Und ich glaube, das geht auch vielen, vielen anderen so. Insofern, langfristig gesehen, tut man sich wahrscheinlich nicht so den Mega-Gefallen damit. Wenn jemand von euch mehr weiß zu diesem Thema Porsche-Lizenz und wie Porsche eigentlich etwas lizenzieren kann, woran sie die Rechte verkauft haben 1963, das würde mich auch massiv interessieren. Und damit komme ich auch für heute dann schon mal zum Ende hier von dem Teil. Und wir sprechen mal ein bisschen darüber. Ich habe es ja am Anfang angekündigt, warum ich so lange jetzt hier für euch nicht da war. Und das wird jetzt auch noch ein bisschen tatsächlich so weitergehen. Hintergrund ist, es gibt eine ganze Reihe an Gründen, die mich einfach davon abgehalten haben, jetzt viele Videos oder überhaupt Videos zu produzieren. Tatsächlich ist hier auch teilweise wochenlang gar keine Lok gefahren. Also ich habe jetzt vor 2 Tagen mal die Central Station wieder angeworfen, guckt, ob die Loks noch fahren. Und das Coole an einem Märklin-System ist, ja, die fahren sofort bei dem Dreileiter-System. Anschalten, losfahren, fährt wieder. Kannst du wochenlang stehen gelassen haben, alles eingestaubt, fährt trotzdem wie eine 1 alles wieder rum. Das war extrem überzeugend, aber ich hatte auch wieder da nicht so viel Chancen, das zu machen. Warum ist es so? Einer der Hauptgründe ist tatsächlich, dass meine Lebenspartnerin einen relativ schweren Unfall auf der Arbeit hatte, im Dienst hatte, wie auch immer man das nennen will, also von der Kategorie, wo es dann mit Blaulicht gleich in die Notaufnahme, in den Schockraum und danach in den OP geht. Und keine Sorge, geht ihr besser, ist alles wieder auf dem Weg der Besserung. Aber das hat natürlich auch jetzt bei mir dafür gesorgt, dass ich mich mit anderen Themen jetzt erstmal beschäftigt habe und das Thema Video jetzt nicht ganz vorne stand. Dann ist es so, dass natürlich in dieser Kaskade, sag ich mal, an Prioritäten, wenn wir jetzt sagen mal, als erstes kommt Familie, dann kommt als nächstes nach der Familie dann auch meine hauptberufliche Tätigkeit natürlich. Dann kommt vielleicht das Thema Hobbys im Allgemeinen und da steht dann auch natürlich erstmal vielleicht das Fahren der Modellbahn. Und dann muss man das Ganze, wenn man das filmt, natürlich auch nochmal irgendwie schneiden und sowas. Also ihr merkt schon, da ist so viel Kaskade dahinter, das macht es einfach extrem schwierig, dann auch in solchen Situationen regelmäßig Content auch rauszugeben an euch. Gibt auch demnächst natürlich wieder ein Log-Review, da muss ich einfach die Zeit und die Chance haben, das auch mal wirklich dann zu machen. Ich habe genug Material, keine Sorge, also ich habe hier noch 6 Logs für euch, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Das werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten
toi toi toi, wir klopfen auf Holz, hinbekommen, wenn hier nicht irgendwelche weiteren Katastrophen auf mich einbrechen. Also, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich lasse euch jetzt noch ein bisschen hier meine Abenteuer mit dem Porsche Diesel Junior im Farming Simulator hier durchlaufen und hoffe, dass wir uns einfach in Kürze hier wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und ich freue mich darauf, wenn ihr dann wieder mit dabei seid hier bei Jones Mover. Macht's gut. Ciao.